Abwechslungsreiche Natur, weites Panorama und verschiedenste Tiere. Das bietet die Wanderung ins Tal der Biber bei Treuchtlingen. Wie der Name schon sagt, kommen die Wanderer bei einem Rundweg von knapp 20 Kilometern dem Biber auf die Spur. Dazu kommt noch eine ländliche Idylle. Geeignet ist die Tour für jedermann. Die Strecke ist ziemlich einfach zu bewältigen. Es sind keine großen Steigungen dabei. Es ist mehr die Länge, die es ausmacht. Es sind immerhin 20 Kilometer, also inklusive Einkehr braucht man fast einen Tag. Es ist ein schöner Tagesausflug hier raus in Treuchtlingen. Und ich glaube, es sollte sich jeder mal inspirieren lassen, was sich hier verändert hat und was die Natur geschaffen hat. Gestartet wird am Bahnhof in Treuchtlingen. Von dort geht es in westlicher Richtung ins Heumöderntal. Schon nach wenigen Kilometern begegnen wir dem ersten Highlight, dem Wildgehege mit Dammwild. Von dort geht es weiter zum höchsten Dorf in Mittelfranken, Auersheim. In 634 Metern Höhe können wir einen Blick auf das ruhige Dörfchen genießen, bevor wir weiter bis nach Windischhausen wandern. 7 Kilometer sind geschafft, Zeit für die erste Einkehr. Im 150 Einwohnerörtchen gibt es dafür gute Möglichkeiten. Gestärkt wandern wir von hier aus ins Rohrachtal. Jetzt kommen wir den Spuren des Bibers wirklich nahe. Hier ist dieser nämlich kräftig am Werkeln. Biber sind ja nachtaktive Tiere, also man darf sich nicht einbilden, dass man hier Biber tagsüber sieht, aber man sieht das, was der Biber gebaut und hinterlassen hat. Das sind Dämme, die kleine Seen bilden. Dadurch geht die Vegetation zurück und es bilden sich einmalige Gebilde, die die Landschaft hier total verändert haben. Immer wo die Infotafeln sind, sieht man das, was der Biber am meisten hinterlassen hat, nämlich seine Dammbauten. Und die kann man hier über die Infotafeln sich informieren, was es geht und wie die sich die ganze Sache hier entwickelt, kann man mit den Augen sehen. Die Rohrach ist eigentlich ein kleiner Bach. Durch die Bauten des Bibers hat sich im Tal das Wasser gestaut. Aus dem Tal raus nach Wettelsheim rein. Dort kehren wir in den Wettelsheimer Keller ein. Hier bekommt man das berühmte Märzenbier und kann einen super Ausblick genießen, bevor es zurück zum Ausgangspunkt geht, Treuchtlingen. Hier nicht direkt in den Zug zurück einsteigen, denn dieser Ort hat auch einiges zu bieten. Da würde ich natürlich unsere Altmühltherme, eines der größten Gesundheitsbäder in der Region, empfehlen. Mehr im Winter die Therme, jetzt das Freibad natürlich. Und zum Einkehren gibt es wirklich sehr viele gastronomische Betriebe hier in der Stadt und auch in unseren Ortsteilen. Die Wanderung ins Tal der Biber dauert insgesamt knapp 5 Stunden und alle Wege sind gut ausgebaut. Beeindruckend ist der Rundweg das ganze Jahr über, am schönsten ist er im Herbst. Weil da die Laubfütterung hier einsetzt und da hat man verschiedene Möglichkeiten, von der Natur her sich inspirieren zu lassen. Und dann kann man den Tag richtig genießen, auch wenn man ab und zu mal einen Schnorken abkriegt. Egal zu welcher Jahreszeit, am besten Feschbar einpacken, viel trinken und auf dem Weg die weitreichende Aussicht und das Spektakel der Natur genießen.